Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Ausgabe der ÖPNV News. Schön, dass du wieder da bist. Ja, willkommen im gruseligen Oktober. So gruselig sind aber unsere News nicht, denn Transim 2 hat einen Release-Termin, ein neuer Nightly Patch für Lotus und noch viel mehr gibt's jetzt hier in den News. Ein neuer Nightly Patch wurde veröffentlicht für den Lotus-Simulator bereits schon vergangene Woche. Dadurch, dass Lotus aber ja immer ihre ganzen News immer am Sonntag rausbringt und die News am Sonntag aber schon erscheint, machen wir immer ansonsten eine Sonderfolge. Diesmal haben wir jetzt aber gesagt... Verschieben wir das Ganze jetzt auf diese Woche. Dementsprechend gibt es hier folgende Neuerungen, unter anderem in der Simulation neue Grafikeffekte hinzugefügt. Dazu bitte die Option Post-Rendering einschalten. Dieser Effekt sollte noch fein justiert werden. Wenn ihr also Anmerkungen dazu habt, teilt sie uns gerne mit. Achtung, bitte schaut euch den Content von euch an, der leuchtet. Fahrzeuge, Straßenlaternen, Bushaltestellen, alles was Lichtquellen hat. Schaut sie euch am Tag und in der Nacht an. Bestimmte Einstellungen müssen vielleicht angepasst werden. Wenn etwas merkwürdig aussieht, sagt bitte Bescheid und wir helfen gern mit der Anpassung der Einstellungen. Performance des Userbusses verbessert. Auch in der 64-Bit-Version wird man beim Anschließen eines neuen Game-Controllers gefragt, ob man ihn automatisch konfigurieren möchte. In Option eingeführt, da die richtigen Optionen bisweilen zu Problemen beim Öffnen während der Simulation geführt haben vorher bitte testen, Intensität der Sonnenstrahlen sind jetzt einstellbar und im Multiplayer wohnen hier unter anderem, äh, gibt es hier einen Bugfix, die Uhrzeit verstellen sich um eine Stunde nach vorn nach dem äh, Beitreten, Uhrzeitfortschritt des laufenden Spiels wird jetzt gespeichert, sodass beim Reconnecten an der alten Position mit der entsprechenden Uhrzeit fortgefahren werden kann, im Map Editor gibt es einen neuen Refresh-Button für alle Layer, Achtung, dieser ist sehr langsam, äh, es gibt die Endtaste für Polygon repariert. Jetzt neu neue Bodentexturmodus Millimeterpapier oder auch in Englisch Grid. Äh, Gradient wurde auch bei relativen Pfaden angewendet. Dritte LOD Stufe wurden jetzt eingeführt. Neue Berliner Gebäude als neuen Content und ebenfalls die DDR Tropfenleuchte. Äh, hohe Doppelversion Berliner Bushaltestellen Kubus und etwas dickere Version des Standard -Haltestellen fonds Ebenfalls gibt es hier eine Flip-Dot-Anzeige an die Spezifikation im Lexikon jetzt angepasst und es gibt ein Update der Container von Steven, Bandemist und Jufa. Es gibt derzeit noch einen Bug mit starken Nachladerucklern. Diese, wie gesagt, solltet ihr mal notieren und vielleicht dementsprechend auch mal, ja, vielleicht mal bei Lotus rüberkommen lassen, damit man da vielleicht äh, das Ganze vielleicht rausfiltern kann, woran es denn liegt. Das Ganze könnt ihr natürlich auf Steam ähm, euch freischalten. Den Nightly-Patcher könnt ihr das auch schon mal vorher abtesten. Oder ihr sagt, ihr wollt es lieber ein bisschen abwarten, bis der Patch halt wirklich vollständig ist. Dann wird das Ganze dann automatisch dann irgendwann geupdatet. Von Martin Anzug gibt es auch wieder was Neues. Und zwar für die internationale Gartenbauausstellung 1993 in Stuttgart wurde die Bahn mit einem 4,6 Kilometer langen Rundkurs erstmals errichtet. Sie verband den Höhenpark Killesberg mit den tiefer liegenden Teilen des Gartenschaugeländes. Die Streckenführung überwand dabei größere Steigungen und verließ streckenweise das Ausstellungsgelände. Es wurden fünf Haltestellen eingerichtet, Rosensteinpark, Wartberg, Messe, Höhenpark, Killesberg und Leibfriedischer Garten. Der Betriebshof der Panoramabahn befand sich auf einer kleinen Freifläche in der Ehemannstraße, nähe Bahnhof Stuttgart Nord Naturkundemuseum. Die Panoramabahn war eine Hauptattraktion der IGA. 1994 wurde sie durch den Hersteller wie zuvor vertraglich vereinbart zurückgekauft und demontiert. Infos: Die Panoramabahn bekommt noch ein Repaint, damit sie nicht so glatt aussieht. Dieses ist angelehnt an die Stuttgarter. An den Zaunslichtquellen und der Tachometernadel wird noch gearbeitet. Fünf unterschiedliche Gleisdesigns für den Editor sowie Stützen und ein Tutorial auf YouTube erscheint mit dem Release. Die passende Karte zu dem Fahrzeug ist erstmal nicht geplant, könnte aber noch erscheinen. 100% nicht vor Weihnachten released und eine Testversion ist jetzt schon verfügbar auf Nachfrage auf dem Discord-Server, welchen wir euch natürlich unten verlinken. Somit ist die erste Schwebebahn für den Lotus-Simulator eventuell bald in naher Reichweite. Sobald wir hier mehr Informationen haben, lassen wir euch das Ganze selbstverständlich zukommen. Natürlich Feedback gerne gewünscht unten in den Kommentaren. Kommen wir jetzt aber mal zu Tramsim, denn Tramsim hat gleich mehrere Posts diese Woche veröffentlicht. Unter anderem diesen Post: Wie in jeder Woche gab es auch diesmal neue Infos zu Tramsim. Von Open World über Linienbetrieb mit Fahrplan zu Level Ranking und Tram Challenge. Tramsim bietet unterschiedliche Spielmodi für jeden Geschmack. Bringen deine Fahrgäste sicher an ihr Ziel und sammeln dabei Erfahrung in Form von Transim-Punkten, kurz TSP. Je besser du deine Straßenbahn beherrschst, dich korrekt im Verkehr verhältst und die Vorschriften beachtest, desto schneller erhältst du TSP und steigst so im Level. Ein höheres Level Ranking bringt dir wiederum Vorteile durch verschiedene freischaltbare Belohnungen und Funktionen. Es gibt also viel für euch zu entdecken, so heißt es aktuell unter dem Facebook-Post von Vue app. Ja, könnte sich auf jeden Fall als nützlich erweisen. Ein weiteres, welches gepostet wurde, ist die zweite Nachricht von Tramsim diese Woche. Dreht sich um die Entwicklung von 3D-Gebäuden. Heute möchten wir mal etwas aus dem Entwicklungsprozess mit euch teilen. Auf den angehängten Bildern seht ihr eins der 3D-Gebäude aus dem Tramsim. Erst im Entwicklungszustand und dann in-game schaut euch schon sehr interessant aus, oder? Also wir haben wir aktuell nur das Bild von Blender. Wir packen euch aber den vollständigen Post selbstverständlich unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das Gebäude mal angucken, wie es denn in ja, Transim halt aussieht. Wir sind gespannt. Dramsom soll der Plan noch diesen Monat erscheinen. Werdet ihr euch Dramsom kaufen? Schreibt es doch gerne unten in die Kommentare. Wir sind ziemlich gespannt drauf. Aber bevor wir jetzt das machen, gehen wir natürlich noch zu Schritt Nummer drei. Und zwar gibt es jetzt hier schon das Cover von Dramsom. So sieht also die zukünftige DVD-Version aus, die ihr denn auf Aerosoft kaufen könnt. Und ja, was soll ich sagen? BioApp hat auf Facebook den Release-Termin für Tramsim verkündet. So wird die neue Straßenbahnsimulation am 29. Oktober 2020 für den PC erscheinen und diese aktuell exklusiv. Weil man weiß hier ja noch nicht, ob man das Ganze noch auf eine Konsole portieren möchte. Dementsprechend, ja, Tramsim also am 29. Oktober 2020. Daftag Games hat diese Woche ein Bild zu TSW2 auf Twitter veröffentlicht. Ob es sich dabei um die in Arbeit veröffentlichte Strecke München-Augsburg handelt, wurde allerdings nicht verraten. Im Hintergrund ist ein rotes Fahrzeug zu erkennen. Hierbei könnte es sich um die DB BR423 handeln, welche bei der Strecke München-Augsburg mitgeliefert werden soll. Ein weiteres Indiz, dass es sich bei dem Bild um die Strecke München-Augsburg handelt, ist die am 29. September geupdatete Roadmap zu TSW 2. Dort steht die Strecke nämlich als Hauptstrecke München-Augsburg mit BR 403 und BR 423 neu unter Upcoming drin. Was so viel wie bevorstehend heißt, es könnte also der erste Teaser für diese Strecke sein. Neues ebenfalls, dass auch die deutschen Strecken Rhein-Ruhr-Osten, Wuppertal, Hagen als Upcoming gelistet ist. Diese aus Transform World 2020 bekannte Strecke wird vermutlich im nächsten Teil der Preserved Collection erscheinen. Und weil wir da schon mal sind bei der Precef Collection 3, denn am 1.10. wurde die Precef Collection 3 jetzt veröffentlicht, unter anderem mit der Main-Spessertbahn Aschaffenburg-Gemünden und der Rapid Transit Leipzig-Dessau sowie das Fahrzeug DB BR182, besser bekannt auch als äh, Taurus. Auch in Trainson World 2 fahren. Mehr Infos dazu gibt es in der Video- und vorigen ÖPNV-News, Link in der Videobeschreibung. Beim Flirt 3 von Christains gibt es ein Update, welches Bugfixes und neue Futures enthält. Eine neue Variante, komplett neue Modelle, kein Repaint sowie neue Passagieransichten und Ziele sind jetzt mit dabei. Neue Blauwend-Variante, hierbei wurde ein weiteres Bediendisplay hinzugefügt. Der Wechsel zwischen den niederländischen Zugsicherungssystemen ATB-EG und ATB-NG ist nun ebenfalls möglich. Bei NS-Variante wurde ein Außenlautsprechermodell hinzugefügt. Neu sind auch ATB-Beacons. Außerdem wurden die Bremsen bei allen Modellen verbessert und eine Traktionsblockierung bei offenen Fahrgasttüren hinzugefügt. Das Update erscheint voraussichtlich Ende Oktober 2020. Banyan meldet sich zurück mit seinem Add-on für den Train Simulator 2020 oder jetzt Train Simulator 2021 mitten durch Berlin. So schrieb er Folgendes auf seinem Blog: Nun endlich mal wieder ein paar Worte zum Projekt. Es gab und gibt noch eine ganze Reihe von Dingen zu tun, aber der Stapel lichtet sich deutlich. Am 4. August 2020 wurde der 3D-Streckenbau abgeschlossen von Henningsdorf bis Teltow, von bonheimer Straße bis Pankow und von Schönholz bis Weidmannslust. Fertig ist nicht fertig. Bei so einem Projekt gibt es mal ganz viele Fertigs. Ein paar gab es ja hier auch schon zu lesen. Zwischenzeitlich wurde die 476 fertig gescriptet. Es gab aber immer noch eine Menge Feinarbeiten, die Bremsen und die Beschleunigungskurve betreffend. Solche Arbeiten können sich ziehen, neue Parameter einstellen und immer wieder neu testen. Da gehen auch mal Wochen ins Land. Es gibt einfache Hin- und Herfahrtszenarien. Irgendwie muss man ja zur Streckenkunde kommen. Verschiedene Geschichten, die im Netz der S-Bahn vorkommen, werden erzählt, bis hin zur letzten Aufgabe, in der es gilt, einen Liegenbleiber durch den Tunnel zu schieben und dabei 20 km/h einzuhalten. Ich musste die Bremse sehr feinfühlig einstellen, damit das überhaupt geht, bei dem ständigen Auf- und Ab im Nord-Süd-Tunnel. Wann ist denn nun endlich fertig? Von den 11 plus 4 Quickdrive-Szenarien sind 9 fertig. Ich bin abergläubig, ich schreibe nicht. Wann ich fertig, haben, äh, fertig sein will, ihr werdet es hier auf Facebook lesen. Lange kann es nicht mehr dauern. Ihr wisst schon, jede Nachfrage verzögert die Veröffentlichung um eine Woche. Und ganz ehrlich, ich bin mir sicher, dass nach der Veröffentlichung noch dieses und jenes gefunden wird, was eine Nachbesserung bedarf. Aber es wird umfänglichst gearbeitet, die Fehlerquote so klein wie möglich zu halten. Das dauert dann eben, schrieb er. Hier zum Schnuppern schon mal ein Titelbild zum Add-on-Foto von Dennis Bozart, Layout von Robin Gottschlag. Mit, wie gesagt, dem Titelbild jetzt für das DVD-Cover. Wann hier neue Informationen kommen, werden wir euch natürlich hier informieren. Alles Weitere findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke euch dort den kompletten Blog. Bei OMSI gibt es natürlich aber auch ein paar Neuigkeiten. Unter anderem für den MAN DN95. Das kommende MAN DN95 Update steht in den Startlöchern. Viele Fehler wurden korrigiert und Futures ergänzt. Eine genaue Future-Liste wird zeitnah veröffentlicht. Als besonderes Future ist die ausfahrbare Rampe, die dazu gekommen ist. Der Innenraum wurde komplett überarbeitet, auch zugunsten der Innenraumbeleuchtung, die komplett neu erstellt wurde. Sehr viele Texturen wurden neu erstellt, um das Modell viel mehr realer wirken zu lassen. Auch Stehplätze wurden ergänzt, so heißt es aktuell auf Facebook. Den Link packe ich euch unten selbstverständlich wieder in die Videobeschreibung. Es gibt Neues zur Map Wien 24a plus 31a 2020 für Ormsi 2. Die Map baut auf dem Wien 1-Addon von VueApp auf. An der Map beteiligt sind aktuell Cruiseless, Train, Bus im Gamer, Bump, K und Halbercode. Das Projekt wird mit Unterstützung von VWAP entwickelt, diese Erweiterung und Überarbeitung der Map für die Linien 24A und 31A im Jahr 2020 darstellen. So heißt es weiter: Der Haltestellenbereich der Greigasse ist somit einer der größten Baustellen der Map gewesen, da mittlerweile die Straßenbahnlinie 26 statt dem ehemaligen 23A fährt. Der 31a stellt euch eine neue reale Linie aus Wien zur Verfügung. Vom Graganer Platz aus über den Leopolder Platz geht es zur Siemensstraße, wo es dann bis nach Großjedlersdorf Jochberggasse geht. Hotspot der Linie 31a ist die Siemensstraße. Das große Siemensgebäude, welches in echt dort steht, wird natürlich auch in Omsi 2 dort stehen. Einer der mehreren Knotenpunkte am 31a ist auch die Haltestelle. Großjedlersdorf, dort halten folgende Linien: 30a, 31a, 32a, 36a, 36b, 30, 31 und N31. Der enthaltepunkt Großjedlersdorf, Jochberggasse, ist hingegen eine einigermaßen ruhiger Ort, welche eine Verbindung zu den Linien 32a ermöglicht. In der Früh herrscht ein höheres Fahrgastaufkommen wegen der Schule in der Jochberggasse. Wir hoffen, dass euch unser Projekt gefällt. Mit VueApp ist bereits alles abgeklärt bezüglich der Map-Überarbeitung. Ein Release-Datum wollen wir noch nicht bekannt geben, da es sich jederzeit noch ändern könnte. Weitere Informationen zum Projekt erhaltet ihr im OMSI Webdisk. Link ist in der Videobeschreibung. Und damit sind wir dann auch am Ende dieser News eingekommen. Also wie ihr seht, so gruselig war es doch gar nicht. <laughs> ja, Halloween steht nun mal an, sind zwar noch ein paar Tage entfernt, aber davor kommt noch Tramsim raus, endlich der Release-Termin. Der Preis war ja nun auch schon genannt worden. Dementsprechend haben wir jetzt alle Informationen, die wir brauchen für Tramsim, das Lotus Update wird dann voraussichtlich in den nächsten Tagen, Wochen denn auch offiziell erscheinen, sodass ihr den Nightly Patch dann nicht installieren müsst und hoffentlich dann dementsprechend auch die ganzen Bugs dementsprechend nicht habt. Eine kleine Info haben wir allerdings noch. Und zwar, wir sind jetzt mitten im Oktober. Ihr wisst, was das bedeutet. Dazu hatte ich ja separat schon ein Video erstellt. Es kann jetzt kommende Woche jetzt passieren, dass ihr Videos jetzt sehen werdet, die nicht kommentiert sind. Diese sind natürlich von meinem Team aufgenommen worden. Also von dem Phasis und dem Dennis. Es wird so sein, dass der Dennis vielleicht nicht immer unkommentiert macht, sondern dass er das Ganze auch irgendwann kommentieren wird. Allerdings bei Phasus wird das halt immer komplett unkommentiert sein. Schaut euch die Projekte an, sie sind auf jeden Fall sehr interessant. Gerade das Projekt von Phasus haben wir so noch nicht auf dem Kanal. Und vielleicht ist das ja mal so ein Projekt, was euch vielleicht auch ein bisschen begeistert. Und vielleicht gefällt euch das ganze Format ja einfach so, ohne dass da irgendwer quatscht. Einfach nur gucken und dem Spiel lauschen. Das ist ja vielleicht auch mal eine interessante Sache. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und hoffe natürlich, dass wir uns zur nächsten öpnv news denn hier wiedersehen. Damit verabschiede ich mich, bedanke mich Leute, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.